Gut, herzlich willkommen zum Vortrag über die elektronische Identität des Bundes. Ja, nach dem Referendum im März 2021 ist es natürlich umso interessanter zu wissen, wie geht es weiter mit der elektronischen Identität, was ist geplant und was ist der Ausblick. Wir haben heute zwei Gäste hier, zum einen Rolf Rauschenbach vom Bundesamt für Justiz, EJPD, und zum anderen Christian Heimann vom Bundesamt für Polizei, vom FEDPOL. Ihr könnt gerne auf die Bühne kommen, ihr habt das Wort. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, in den nächsten 45 Minuten über die EID sprechen zu dürfen, zusammen mit Christian. Ich mache den Anfang, er übernimmt dann. Und wir haben eigentlich das Ziel, etwa die Hälfte der Zeit zu präsentieren und die andere Hälfte dann Fragen zu beantworten. Das Referendum wurde erwähnt. Wir sind sozusagen in der Höhle des Löwen. Einerseits könnte man es so sehen, andererseits verdanken Christian und ich unsere Jobs euch, denn ohne das Referendum gäbe es zum Beispiel meinen Job gar nicht. Was haben wir vor? Ich werde ganz kurz etwas über den politischen Prozess sagen, vielleicht noch ganz grundsätzlich. Einige von euch, nehme ich an, waren Gäste bei Hans-Peter Oehry in der Präsentation. Der hat eigentlich mustergültig meine Arbeit schon geleistet. Deshalb werden wir relativ schnell durch die Themen durchgehen und dann auf spezifische Fragen eingehen. Eben, zuerst der politische Prozess, dann etwas zu den Ergebnissen aus dem Vernehmlassungsverfahren, werde ich sagen. Und dann wird bereits Christian übernehmen und einige eher technische Aspekte noch beleuchten. Wir haben es bereits gehört, es gab dieses Referendum. Seither sind schon einige Dinge passiert. Ich erwähne einerseits das Diskussionspapier Zielbild EID, an dem einige von euch, ich denke, auch teilgenommen haben. Das Problem war ja, dass die Referendumsabstimmung einerseits eben eine Ablehnung war, aber gleichzeitig der Konsens doch recht breit war, dass eigentlich eine EID doch kommen soll. Die Frage war nur, in welcher Form. Vom Staat ja, aber eben welche Art. Und eine Vernehmlassung muss immer schon ein konkretes Beispiel bringen oder eine konkrete Lösung. Kein Variantenentscheid. Dieser Variantenentscheid, der wurde im Diskussionspapier hergeführt. Letztes Jahr hatten wir die Vernehmlassung. Ich gehe anschließend noch etwas detaillierter darauf ein. Wir planen nach der Sommerpause das Geschäft in den Bundesrat zu bringen, also der Gesetzesentwurf und die Botschaft, sodass der Bundesrat das Geschäft dann an das Parlament überweisen kann. Ab dann ist es nicht mehr in den Händen der Verwaltung, sondern eben im Parlament. Wie schnell das Parlament das Geschäft behandeln wird, dürfen wir, können wir nicht sagen. Aber der Tenor, den wir hören, ist, dass doch schnell vorwärts gegangen werden soll. Wir spekulieren auf einen sportlichen Prozess im Parlament, sodass, wenn noch ein Referendum zustande kommt oder auch nicht, also auf jeden Fall, wenn alles gut geht, das neue EID-Gesetz im 25 in Kraft treten könnte und parallel dazu dann auch die EID zum ersten Mal ausgestellt wird. Das also der aktuelle Fahrplan, Botschaft im Sommer oder Frühherbst dieses Jahres, Inkrafttretung, wenn alles gut geht, im 25. Zur Vernehmlassung. Die ist im letzten Oktober bereits abgeschlossen worden. Wir haben insgesamt 117 Stellungnahmen bekommen. Die sind hier alle versammelt. Ich habe versucht, jene zu highlighten, von denen ich vielleicht denke, dass die heute im Raum sitzen. Der Grundtenor darf als sehr positiv erachtet werden. Von den 117 gab es nur drei, die insgesamt eine Ablehnung zum Ausdruck gebracht haben. Alle anderen waren in der einen oder anderen Art eigentlich recht zufrieden, haben viele, teilweise auch gute Hinweise für eine Verbesserung des Gesetzesvorentwurfs angebracht. Genau. Wenn wir die verschiedenen Stellungnahmen ein wenig sortieren und die wichtigen großen Themen herausdestillieren, die weiter zu vertiefen sind, und
das ist, was wir zurzeit machen. Ich habe heute Morgen in einem bilateralen Gespräch gesagt, dass es eigentlich schade ist, dass wir heute hier den Winterkongress haben, weil eben die Vernehmlassung ist schon abgeschlossen. Die Botschaft ist noch nicht öffentlich. Wir sind eigentlich schon weiter, können aber, weil es ein Bundesratsgeschäft ist, da noch nicht konkret alles vorwegnehmen. Aber was wir sicher sagen können, sind, dass diese Themen, die hier aufgelistet sind, weiter vertieft werden, teilweise neue Regulierungen auch erfahren werden. Es geht um die Frage, wer hat überhaupt das Anrecht, eine elektronische Identität beantragen zu können. Da gab es sowohl Stimmen, die gesagt haben, der Kreis soll verkleinert werden, und es gab auch andere Stellungnahmen, die eine Verbreitung dieses Kreises gefordert haben. Dann, Hans-Peter Oehry hat es gestern auch erwähnt, die Frage des Ausstellungsprozesses wurde immer wieder erwähnt. Hier sage ich einfach ein grundsätzliches, das Gesetz versucht, so allgemein und technologieneutral wie möglich zu formulieren, sodass, wenn eine Veränderung in 2, 3, 5 Jahren passiert, nicht das ganze Rösli-Spiel nochmal gemacht werden muss. Deshalb sind gewisse Dinge jetzt im Gesetz noch nicht geregelt, werden auch in Zukunft nicht geregelt sein, sondern eben erst auf Verordnungsstufe. Und die Verordnung, die wird auch in eine Vernehmlassung kommen, also da könnt ihr euch auch wieder einbringen. Also da muss man auch etwas unterscheiden zwischen den Abstraktionsebenen. Dann, Wunder, oh Wunder, Datenschutz, insbesondere die Überidentifikation, ein Thema, das immer wieder erwähnt wurde in den Stellungnahmen, wo wir auch nochmal so gut wie möglich über die Bücher gehen. Die Ergebnisse können wir leider noch nicht vorwegnehmen. Die Frage der AHV-Nummer können wir vielleicht in den Fragen-Antworten noch vertiefen, aber das ist auch ein Thema, das sehr vielen auf dem Magen liegt. Ob zu Recht oder Unrecht, ist eine andere Frage. Wir haben die Frage der Verifikation von Verifikatorinnen oder Ausstellerinnen und Verifikatoren. Das ist ja zurzeit ein gestaffeltes, oder im Vorentwurf war eine gestaffelte Variante vorgesehen. Von vielen wurde gefordert, dass dies zu Beginn schon möglich sein soll. Auch hier sind wir am Gucken, wie das organisatorisch, technisch und anders am besten durchgeführt werden soll. Dann die Frage der Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit, ein Thema, das uns natürlich auch sehr wichtig ist. Die Barrierefreiheit wurde ja im Vorentwurf nicht erwähnt. Dies nicht, weil wir nicht barrierefreie EDs wollen, sondern weil wir aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben des Bundes sowieso daran gehalten sind, egal ob es eine App oder eine Webseite oder etwas anderes ist. Der Bund muss barrierefrei arbeiten. Genau. Dann die Frage des Supports. Da ist ja im Vorentwurf vorgeschlagen, dass die Kantone entsprechende Anlaufstellen anbieten soll. Ein nicht ganz unkontroverses Thema, gemäß den Stellungnahmen. Auch hier sind wir dabei, das Thema weiterzuentwickeln und denken, dass wir in der Botschaft da viele wichtige Fragen besser beantworten können. Vielleicht das auch ein Grundsatz. Information etwas aus dem Nähkästchen geplaudert, insofern, dass wir natürlich mit dem Vorentwurf sehr schnell jetzt in die Öffentlichkeit haben gehen wollen letztes Jahr. Das hat dazu geführt, dass wir nicht unsauber gearbeitet haben, aber nicht diese epische Zeit gehabt haben, die in anderen Gesetzesvorentwürfen zur Verfügung steht. Und dass deshalb vielleicht die eine oder andere Frage einfach noch nicht so im Detailliert geklärt war, wie das von gewissen durchaus auch zu Recht gewünscht war. Genau, das sind so die wichtigsten Themen, an denen wir jetzt arbeiten und die in der Botschaft dann reflektiert werden. Christian wird nun noch ein paar eher technische und weitere Themen anschneiden, einfach damit wir so einen kurzen Tour d'Horizon gemacht haben, was die EID anbetrifft, und hoffen dann auf eure interessanten Fragen. Für alle, die sich jetzt gerade so gefragt haben, oh, von was spricht dieser Mann im schönen Anzug auf die Bühne? Ich mache 2 Schritte zurück, und zwar dahin, wie sieht denn diese EID gedanklich für uns aus? Was soll das eigentlich werden? Vor allem, wenn man an den Abstimmungskampf denkt, wo man EID noch sehr mit qualifiziertem Logging gleichgesetzt hat, denken wir heute, die EID wird einfach das digitale Pendant vom heutigen Ausweispapier, das wir mitführen können.
soll etwas sein, das bei der Bürgerin, dem Bürger in der Hosentasche sitzt. Und in der halbtechnischen Umsetzung wird das auf dem Smartphone sein, in einer sogenannten Wallet-App. Ihr seht auf der Grafik in der Mitte die Inhaberin, die da eben eine Brieftasche hat. Und diese Brieftasche soll einerseits vom Bund geliefert werden, dass man die Sicherheit hat, wenn ich mich innerhalb von staatlichem Wesen bewegen will, dann sollen die Daten auch nur auf staatlichen Infrastrukturen laufen. Wir schließen aber nicht aus, dass da auch Dritte sogenannte Wallets anbieten können sollen, um eben vielleicht ein bisschen einen anderen Benutzerkomfort oder mit einem anderen Fokus das EID halten und speichern auch zu ermöglichen. Okay, die EID ist ein digitales Datenpaket, das bei Ihnen auf dem Smartphone sitzt, bei euch. Woher kommt es? Die EID wird nur vom Bund ausgestellt, genau gesagt von FEDPOL. Wenn das passiert, findet eine Übermittlung von FEDPOL an das entsprechende Smartphone der Person statt. Jetzt, sobald die EID auf dem Smartphone ist, ist die Person frei zu wählen, in welchem Moment sie die EID oder Teile daraus einem Dritten vorzeigen möchte, hier als Verifikatorin benannt. Wir sprechen hier von Vorweisen, weil man übermittelt nicht das identische Datenset, wie man erhalten hat, sondern eine sogenannte Präsentation. So weit, so gut. Und das Schöne ist, die Verifikatorin selbst kann überprüfen, ist das, was ich da bekommen habe, ist das authentisch und integer? Und die Verifikatorin wird auch die Gewissheit haben, ja, das war wirklich FEDPOL, das diese EID ausgestellt hat. Jetzt könnte man sich sagen, okay, jetzt bauen wir da so eine Infrastruktur, taugt die nicht zu mehr? Ja, genau, die taugt zu mehr. Die taugt eben zu mehr, dass man nicht nur EIDs denken will, sondern digitale Nachweise in einem ganz breiten Verständnis. Ich komme gleich noch dazu. Wir haben in der Mitte noch zwei Register, die sehr oft, wo man sich kurz den Kopf stößt, weil man denkt, oh, und was landet jetzt genau auf diesen Registern? Das Wichtigste vorneweg, die EID selbst ist nicht in diesen Registern. Die Ausstellung der EID hat ja eben bei der Ausstellerin FEDPOL stattgefunden und ist zu dir auf das Smartphone gewandert. Im Basisregister sind nur die kryptografisch nötigen Schlüssel und Identifikatoren vorhanden, damit diese kryptografische Überprüfung am Ende der EID auch stattfinden kann. Ob und wann wem eine EID ausgestellt wird, ist darauf nicht ersichtlich. Der einzige Punkt, der darauf sein muss, ist, sobald ein digitaler Nachweis revoziert wurde. Das muss ja wieder irgendwie propagiert werden, dass die Verifikatorin entsprechend weiß, hey, das Ding ist zwar authentisch, aber es ist eigentlich nicht mehr gültig. Im 2021 mit diesem Zielbild haben wir groß quasi in die Runde gegeben, wohin wollen wir? Weil es eben mit dieser Architektur auch die Möglichkeit gibt, breiter zu denken. Also haben wir gefragt, wollen wir einfach die EID lösen oder denken wir einen Schritt weiter? Wollen wir digitale Nachweise der Behördenlandschaft auch gleich mitdenken? Und wenn wir schon die digitale Nachweise der Behördenlandschaft können, warum sollen das Private nicht auch nutzen können? Der Tenor war nicht ganz einstimmig, aber war sehr in Richtung Ökosystem mit elektronischen Nachweisen, also dem Ambitionsniveau 3, das wir hier auf der Folie sehen. Und damit haben wir auch den Grundsatz für den Gesetzesvorentwurf gefasst, dass eben die Infrastruktur, worauf das dann läuft und wie das funktionieren soll, das auch ein sehr zentrales Element wird im Gesetz und nicht eben nur die EID. Wenn man ein solches Ambitionsniveau 3 angeht, das ergibt gewisse Schwierigkeiten, aber wir sehen auch da einen großen Vorteil. Wir zwei sind wahrscheinlich die Letzten, die sagen, die EID wird etwas sein, das ihr im Alltag brauchen werdet. Werdet ihr nicht. Da muss man sich aber fragen, wenn das ja nicht so der Fall ist, dann baut man so eine Infrastruktur, die muss ja, die kann und soll ja genutzt werden. Beziehungsweise auch die Bürgerinnen und Bürger sollen den Umgang damit kennen.
Und die Anbieterinnen und Anbieter, wie auch die Verifikatorinnen und Verifikatoren, die sollen wissen, wie damit umzugehen. Und da macht es durchaus Sinn, dass eben nicht nur die EID über diese Logik fließt, sondern auch andere digitale Nachweise, wie sei es ein Arztzeugnis, sei es ein Hochschuldiplom oder sei es der digitale Führerausweis. Ein solches Ökosystem, das bildet sich aber nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Teil unserer Kommunikationsarbeit, auch Gedankenanstöße in diese Richtung zu geben. Und so ist man heute bereits auch durch unsere relativ breite Kommunikation so weit, dass sich da schon einiges in Gang gesetzt hat. Es ist wie klar, die oberste Ebene, die EID, da kümmert sich der Bund darum mit diesem Gesetz. Auf Stufe der Kantone tut sich aber auch schon einiges mit verschiedenen Playern wie der DVS, der Digitalen Verwaltung Schweiz, den Straßenverkehrsämtern, eben Stichwort digitaler Führerausweis und Aktivitäten in weiteren Kantonen. Das Ambitionsniveau 3, quasi, was könnten die Privaten darauf machen, wie könnten die das nutzen? Auch dort gibt es schon zahlreiche Unternehmen und Organisationen, die sich dort Gedanken machen und aktiv geworden sind. Ich habe die transparente Information erwähnt und auch, warum wir hier, heute hier sind, beziehungsweise wir sind eben auch schon an anderen Orten gewesen. Wir pushen das richtig, weil wir den Dialog auch immer suchen. Wir möchten gerne den Austausch haben. Und es gibt heute schon einige gute Möglichkeiten, aktiv mitzuwirken. Das eine ist, es gibt monatlich, in der Regel am ersten Donnerstag vom Monat, ein Partizipationsmeeting. Das ist eine Online-Session, zu der man sich sogar ohne Anmeldung einloggen kann und mithören kann, was so die neuesten Entwicklungen sind beim Bund. Und darum herum, wir laden sehr oft auch Speakers aus anderen Staaten oder anderen Gefilden ein, um da Informationen zu geben. Wir haben einen Teil der Diskussion, führen wir auf GitHub unter dem Begriff Swiss EID Ecosystem. Da kann man wirklich, das ist ein direkter Kanal, der ins Herz von uns als Projektteam trifft. Also wenn irgendwelche Sorgen, irgendwelche Gedanken, irgendwelche technischen Probleme aufgezeigt werden sollen oder wollen, dann ist das ein guter Weg, um das auch für die Community direkt anzubringen, weil ihr seid ja vielleicht nicht die Einzigen, die das gerne sagen möchten oder den Finger drauf halten, sondern ihr kriegt dann dort noch die entsprechende Zustimmung, so denn es die Wichtigkeit hat. Wir sind dann am Aufbereiten einer sogenannten Public Sandbox für diesen Basisregister-Layer, den wir auch der Privatwirtschaft zur Verfügung stellen. Das läuft ab Ende März voraussichtlich. Und es gibt zudem mögliche Mitwirkungsmomente bei Arbeitsgruppen im Rahmen der DVS, dort besonders im Bereich der inhaltlichen Standardisierung von digitalen Nachweisen. Oder auch sei hier die DIDAS erwähnt, die sehr aktiv ist in diesem ganzen SSI-Kontext. Um sicher auf dem Laufenden zu bleiben, hier der QR-Code, um sich für den Newsletter anzumelden, und sonst unter eid.ch findet ihr auch die entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten noch einmal aufgeführt. Und jetzt würde ich wieder Rolf zurück auf die Bühne holen und euch ans Mikrofon, damit wir jetzt noch Zeit haben für eure Fragen. Fragen und gerne auch Diskussionen. Ja, vielen Dank euch beiden. War sehr interessant, hier zu sehen, in welche Richtung das es geht. Ja, der Raum ist jetzt offen für Fragen von Ihrer Seite. Ich glaube, da wird wahrscheinlich einiges kommen. Könnt ihr auch gerne ans Mikrofon in die Mitte gehen, falls ihr eine Frage habt. Oder wollen alle in die Kaffeepause? Das kann ich gleich beginnen. Sehr gerne. Ihr habt ein Ökosystem vorgestellt. Ich finde das als Informatik natürlich sehr cool. Habt ihr aber nicht Angst, dass dann, weil das so ein großes Ökosystem ist, dass dann das an der Urne wieder hinfallen könnte? Dass die Leute denken, ja, da ist zu viel reingepackt. Das wird schwierig durchzubringen. Also in den Stellungnahmen zur Vernehmlassung war das eigentlich nie ein Thema. Die Idee des diese Infrastruktur der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, wurde begrüßt.
wie sich die weitere politische Diskussion entfaltet, ist nicht vorauszusehen. Allerdings meine ich, ist eben gerade aufgrund der Tatsache, dass wir zeigen, dass diese Infrastruktur in ganz vielen verschiedenen Bereichen verwendet werden kann, sollte oder hoffen wir, dass die Menschen verstehen, wo der Nutzen ist und dass eben auch im elektronischen Umgang eine neue Form der Kommunikation, eine neue Form der Sicherheit entsteht und dass wir gerade diese Datenformatsprobleme, die wir, wie wir sie jetzt im Vorgeo-Vortrag zu Justitia 4.0 gehört haben, in diesem Bereich nicht haben, weil wir einen Standard eigentlich haben. Es sind elektronische Nachweise, natürlich die Semantik der einzelnen Nachweise, da müssen wir noch viel standardisieren, aber es gibt da ein Layer, das relativ einheitlich ist und wir hoffen, dass es im Gegenteil überzeugt und nicht abschreckt. Und zudem im Gesetz will man ja eben vor allem diese Infrastruktur ermöglichen und die EID ist eigentlich der einzige Use Case, der spezifisch dann zusätzlich geregelt ist. Hingegen wird das Gesetz sich nicht über den digitalen Führerausweis oder andere Nachweise regeln und damit bleibt eigentlich das Feld unberührt. Es gibt einfach diese neue Möglichkeit. Tipptopp, vielen herzlichen Dank. Dann gebe ich dir das Wort. Danke für den Vortrag. Wird die vom Bund bereitgestellte Wallet App freie Software sein? Ja. Also ja. Erstens, der Bund wird eine Wallet zur Verfügung stellen und diese Wallet wird Open Source sein. Es ist aber so, dass auch andere Wallet-Hersteller durchaus ihre Wallets auch zur Verfügung stellen können. Danke. Ja, ich habe zwei Fragen, kurze Fragen, hoffe ich. Das eine ist, mir ist es jetzt auf dem Slide da technologisch schwierig einzuschätzen, wie weit unten ihr schon seid, also mit dem Basisregister und so, da lese ich persönlich irgendwie CA und so weiter, oder? Also wirklich sehr technisch, aber ich nehme an, dass wir dann im Moment auf Verordnungsebene ist das noch überhaupt nicht technisch, also auch wie die Wallet umgesetzt wird und so, das ist alles noch offen, oder wie weit geht das runter? Im Gesetz selbst ist eben so technologieneutral wie möglich, um sich auch nichts zu verbauen. Und was jetzt die Umsetzung von Basisregister ist, aber auch Standards für die Kommunikation, findet im Jahr 2023 ein Technologieausblick und dann Entscheidung auch statt. Da sind wir ein bisschen in Parallel unterwegs mit der EU, die sich sehr ähnliche Fragen stellt. Es läuft da auch technisch noch gerade viel Entwicklungsarbeit, weil wir da sicher nicht die gleiche Maturität in der Technologie haben, wie wenn wir auf klassische X509-Zertifikate setzen würden. Okay, danke. Und die zweite Frage wäre jetzt mehr so eine politische vielleicht. Mir machen diese Ambitionslevels ein bisschen Angst. Also ich finde in dem Kontext Ambition, ich weiß nicht, wollen wir nicht zuerst einfach mal die AID bauen und schauen, dass wir die gut hinkriegen und dann in einem zweiten Schritt das Ökosystem erweitern? Ich weiß nicht, also wurde das diskutiert? Das wurde auf jeden Fall diskutiert und da gibt es verschiedene Aspekte zu bedenken. Das eine ist das berühmte Problem von Huhn und Ei. Wir wollen eben gerade, wie ich denke, viele hier im Saal, die Überidentifikation nicht fördern. Trotzdem wollen wir aber, dass sich das Ganze entfaltet und verbreitet und die Motivation für die Benutzung der Infrastruktur in verschiedenen Bereichen auch vorhanden ist. Und wenn wir sehen, wie schwierig es ist, in anderen Bereichen jetzt Überzeugungsarbeit zu leisten, bei Kantonen, bei Gemeinden Digitalisierungsmaßnahmen zu treffen, weil dann sagen, ja, die werden ja gar nicht nachgefragt, müssen wir irgendwie eine Dynamik auslösen, die positiv ist, weil wir denken, der Schritt in die Digitalisierung, digitale Transformation ist der einzig richtige und lieber heute als morgen. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich massiv im Hintertreffen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, diese Idee des Ökosystems ist ein Wagnis. Der Bund kann keine Firmen, der Bund kann keine Kantone, der Bund kann keine Gemeinden zwingen, diese Vertrauensinfrastruktur zu nutzen. Er kann höchstens ein möglichst
eine möglichst gute Lösung zur Verfügung stellen. Und wer dann eben als Ausstellerin oder Aussteller und dann auch als Nutzerin und Nutzer diese Vertrauensinfrastruktur tatsächlich nützen wird, das werden wir sehen. Und ich denke, dass sich da nicht gleich alle Dämme brechen werden und jene, die noch etwas Zurückhaltung ausüben wollen, die sollen und dürfen das. Also ich denke, insgesamt ist es sicher, jetzt hier auch etwas Mut zu haben. Sorry, my German is atrocious. So it's a selective attribute disclosure. You want a selective attribute disclosure thing, or you're using and are you using the IRMA credential stuff, or something else? These IRMA things. It's a RSA based thing. No. I'm not sure about all the technical details, but what clearly is the intent is that selective disclosure of attributes is possible. And within the public sandbox that will be launched later next month, we are using Hyperledger Indy and according libraries and so on. Maybe Christian can go into more details, but definitely selective disclosure of attributes should be possible, and also zero knowledge proofs. Weitere Fragen oder vielleicht Anmerkungen? Also ich schwimme gerne gegen den Strom. Muss ich überhaupt irgendwann so eine EID haben oder? So, für mich habe ich gerade ein bisschen Hühnerhaut bekommen jetzt. Also ich halte dir eine warme Kerze hin oder vielleicht eher eine Wolldecke. In der Schweiz besteht kein Ausweiszwang. Du brauchst keine Identitätskarte, du brauchst keinen Pass, du bist nicht verpflichtet, eine zu haben, solange du dich in der Schweiz bewegst. Und genauso wirst du auch keine EID brauchen oder haben müssen. Und vielleicht noch für die Gegenseite, eine Forderung aus der Vernehmlassung war auch, ja, wenn ich eben absichtlich und explizit keine will, damit die gar nicht auftaucht, daran soll man doch bitte auch denken. Und in die Richtung denken wir auch. Weitere Inputs? Vielleicht noch ein Aspekt, der auch im Vortrag vorher erwähnt wurde, oder einerseits die Formulierung des Gesetzes als ein Strang und auf der anderen Seite der Aufbau dieser Justitia.swiss-Plattform oder jetzt in unserem Fall der Vertrauensinfrastruktur. Wie geht das zusammen? Da werden Dinge beschafft, für die es noch keine gesetzliche Grundlage gibt. Dieser Grundwiderspruch, der leuchtet einerseits sofort ein. Andererseits haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, obwohl wir bis jetzt keine Beschaffung gemacht haben, aber eben schon gewisse auch technische Vorarbeiten geleistet haben, dass es extrem wichtig ist, dass sich der Gesetzgeber nicht nur mit der Juristerei auseinandersetzt, sondern eben auch mit der Technik und dass ein Dialog ständig zwischen Technik und Recht stattfindet, um überhaupt ein Gesetz formulieren zu können, das dann technisch umsetzbar ist und umgekehrt. Also da denke ich, ja, wird eine neue Form der Gesetzgebung in irgendeiner Form und der Finanzierung von Vorstudien und von Pilotprojekten, MVPs, wie man sie immer nennen will, in Zukunft noch viel stärker erforderlich sein. Also das erleben wir als sehr produktiv, genauso produktiv wie eben auch der ständige Austausch mit euch erleben. Denn wir bauen das Ganze ja nicht für den Bund, sondern wir bauen das für die Schweiz, für euch. Ich komme noch einmal zum Ökosystem. Was sagt ihr den kritischen Stimmen, die sagen, IT-Projekte beim Bund, wird immer schwierig. Jetzt wollt ihr ein so riesiges Ökosystem aufbauen. Was sagt ihr da? Klappt das? Habt ihr da Vertrauen? Ich beginne mal. Wir vom Projektteam EID, das sich mittlerweile über verschiedene Bundesämter zusammensetzt, ich glaube, wir sind da auch in einem Kulturwandel, einem positiven, wo man verstärkt miteinander spricht, wo man sich besser auf Ziele abstimmt und weniger Politik im Alltag mitträgt.
Jetzt die Größe des Ökosystems, ja, wenn man alle Partner mit einbezieht, dann stimmt das schon, dann ist das riesig. Aber der Kern dieser Infrastruktur ist eben nicht so groß. Das ist die entscheidenden 2-3 Komponenten, die Basisregister, Vertrauensregister, den Standard und die Wallet. Und dann ist eigentlich jeder Partner frei, sich da anzuhängen. Und er trägt dann seine Integrationskosten, das ist korrekt, das wird so viel ist dann nicht ganz gratis, damit man das nutzen kann, aber insofern einfach nutzbar, möglichst hürdenfrei. Und damit denken wir schon, dass da ein Boost stattfindet. Man muss auch wissen, ja, wie kommen diese Ausstellerinnen überhaupt in dieses Ökosystem rein? Es wird keinen komplizierten Zertifikationsprozess geben, damit jemand zugelassen ist, das zu nutzen, sondern ich erfülle die technischen Standards, ich will das nutzen, ich mache das. Weil geschrieben wird sehr wenig. Geschrieben wird eben etwas von mir als Ausstellerin auf dieses Basisregister, weil ich das Interesse habe, dass Dritte dann meine Nachweise auch überprüfen können. Und ich sende Dinge auf die Wallets. Aber das ist dann schon wieder eben nicht mehr direkt in Bundeshand, außer dass es die Bundeswallet auf dem Clientgerät ist. Und somit ist die Größe der Infrastruktur für den Impact auf das Ökosystem eigentlich in einem sehr guten Verhältnis. Nochmal zur Frage, großes IT-Projekt beim Bund zum Scheitern verurteilt per se. Offensichtlich, es gibt viele Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Es gibt auch in der Privatwirtschaft IT-Projekte, die Schiffbruch erlebt haben. Genau aus diesem Grund machen wir zum Beispiel jetzt schon eine Sandbox. Ich bin nicht der Einzige, aber ich bin einer jener, der genau aus diesem Grund diese Sandbox jetzt durch einigen Widerstand durchgeboxt haben, um allenfalls jetzt schon in der Sandbox Schiffbruch zu erleiden. Und ich lade euch alle ein, meldet euch an, macht mit, versucht dieses Basisregister, testet es aus, zeigt uns, wo die Fehler und Schwächen sind. Wir möchten das heute wissen, nicht, wenn wir dann mit dem produktiven System rauskommen. Also insofern tun wir alles, um das Risiko zu vermindern, aber ein Restrisiko, das bleibt. Vielleicht, wenn dann irgendwann Zahlen hat, die in der Botschaft auftauchen, und dann denkt man sich, was? So teuer? Wir hätten auch gerne tiefere Zahlen. Und wenn man rein den technischen Bau anschauen würde, dann würde jeder von euch sofort sagen, ja, für das Geld machen wir das. Aber sobald man die Dimension mit einbezieht und der damit nötige Support, der auf ganz vielen Ebenen anfallen wird, dann wird die Zahl sehr schnell sehr groß. Und das ist das, was dann immer so der Oha-Moment auslöst. Ja, bitte. Wenn noch Zeit. Wir haben noch eine Viertelstunde oder 10 Minuten, ja. Ich finde das mit dem Ökosystem eine super Sache und das gefällt mir auch. Wenn ich das Ökosystem von den, ich sage jetzt mal, Behörden anschaue, das ist ja auch schon beachtlich groß mit Gemeinden, Kantonen, Ämtern etc. Auf der Behördenseite fände ich es eigentlich praktisch, wenn ich mich dort einfach identifizieren kann mit einer Identität, quasi das, was auf meiner ID steht, sei das Steueramt oder sonst wo. Auf der anderen Seite im Ökosystem möchte ich eigentlich nicht überall mit derselben Identität auftreten. Wenn ich mal Lust habe, bei irgendeinem Online-Shop vielleicht nicht meinen echten Namen anzugeben, sondern Hans-Jürg Muster, und dann mache ich auf meinen Briefkasten einen Kleber Muster und dann kommt das Paket an. Wenn ich mich jetzt aber bei der Post einloggen will, um den Versand des Pakets zu steuern, ich bin morgen nicht zu Hause, Sie sollen es bitte übermorgen liefern, dann will ja die Post heute schon mich zu irgendeiner, ich weiß jetzt nicht mehr, Swiss oder irgendeine dieser vielen Versuche zwingen. Wenn ich mich dort anmelden will, kommt heute schon, ja, ich muss mich mit meinem richtigen Namen anmelden und. Und wenn dann in Zukunft diese EID kommt, dann wird die Post vermutlich auf eine Identität beharren. Was denkt ihr, in welche Richtung geht das, dass dann eben an Orten eine staatliche Identifikation verlangt wird, wo sie vorher nicht verlangt wurde?
Also eben das läuft unter dem Titel Überidentifikation. Das wurde in der Vernehmlassung sehr oft und zu Recht erwähnt. Wir können nicht vorgreifen, aber es ist klar, dass der Bund Überidentifikation nicht betreiben will. Im Übrigen gratuliere, du hast eine geniale Business-Idee formuliert. Denn du kannst eine Firma gründen, du kannst als Firma für Leute eine alternative elektronische Identität, die nicht elektronische Identität heißt, aber ein elektronischer Nachweis für Hans Muster ist. Du kannst solche Identitäten ausstellen und ein Galaxus oder was auch immer wird sicher nicht sagen können, dass du nur einen neuen Mikrowellenofen mit deiner staatlichen Identität kaufen kannst, sondern eben auch mit deiner Pseudo-Identität. Und den Sticker kannst du ja noch dazu liefern. Also insofern, diese Vertrauensinfrastruktur erlaubt dies. Überhaupt kein Problem. Danke. Weitere Fragen, ja? Wie möchte man das eigentlich konkret verhindern, dass sich Leute, die vielleicht technisch nicht so affin sind, überidentifizieren werden? Weil ich stelle mir das Horror-Szenario vor, dass irgendwann Firmen wie Meta oder so meine Mutter, die technisch nicht so affin ist, konkret nach dem Ausweis und eben einer Überidentifikation fragen wird? Also da gibt es verschiedene Ansätze. Also erstens einmal, wenn ich an meine eigene Mutter denke, dann weiß ich nicht, ob die überhaupt eine elektronische Identität haben wird oder wenn sie eine haben würde, ich will nicht schlecht über meine Mutter reden, aber ob sie sie dann wirklich zum Einsatz bringen kann, ist eine andere Frage. Aber also ich denke, in diesem Bereich muss man sich wirklich fragen. Es gibt eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die aus welchen Gründen auch immer den Zug der Digitalisierung wahrscheinlich nicht mehr erreichen wird. Und das ist auch nicht schlimm. Mindestens der Staat wird weiterhin alle Dienstleistungen auch analog am Schalter oder per Brief anbieten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns selbstverständlich beim Design der Bundeswallet große Gedanken machen, wie können wir dem Nutzer, der Nutzerin klar machen, jetzt arbeitest du mit deinen heiklen Daten. Du bist hier vielleicht mit jemandem im Kontakt, der deine AHV-Nummer zwar fragen kann, weil er es einfach will. Ich kann dich heute und jetzt auch fragen, kannst du mir deine AHV-Nummer sagen? Das ist nicht nicht verboten, aber du bist sicher nicht verpflichtet, sie anzugeben. Wir versuchen da verschiedene Dinge mit Ampelsystemen und ich weiß nicht was alles. Das müssen wir schauen und testen. Wir werden sicher die Überidentifikation ernst nehmen. Aber, und das ist wirklich ein ganz wichtiger und entscheidender Grundsatz, den ich hier deutlich formulieren will. In den Motionen wurde verlangt, ganz am Anfang, gleich nach dem Referendum, eben eine dezentrale und was sind die Identität zu bieten. Das kann man mit diesem Ansatz der Self-Sovereign Identity oder selbstbestimmten Identität. Und die beinhaltet eine gewisse Verantwortung des Einzelnen. Wenn diese Verantwortung nicht übernommen werden kann oder will, dann haben wir einen Widerspruch, den der Staat nicht auflösen kann. Also da gibt es sicher eine Bringschuld des Staates, ein System hinzustellen, das benutzerfreundlich ist, das Schutz bietet vor offensichtlichem Missbrauch. Aber gleichzeitig ist jede Nutzerin auch aufgerufen, klug mit den eigenen Daten umzugehen. Also das Weckli und der Batze kann man nicht haben. Danke. Ein bisschen in die gleiche Richtung. Mit diesem App oder diesem Ökosystem von potenziell Apps, wie ist es angedacht, dass dann auch private Anbieter offensichtlich so Apps anbieten können und dann die wieder zum Schutz vom Nutzer Datenschutzbestimmungen und so weiter einhalten müssen, zwingend, dass sie nicht irgendwelche Daten innerhalb dieses Ökosystems dann abziehen können, so wie es nicht gedacht gewesen wäre. Da das Angebot, so wie es im Gesetz vorgesehen ist, ist der Bund stellt eine Wallet zur Verfügung und dort ist man sicher. Das ist mal so die Idee. Sicher im Sinn, mal bezogen auf den Datenschutz, dass da eben kein Datenabfluss passiert etc.
jetzt kann es sein, dass irgendjemand ein Drittel findet, ja, ich mache die bessere Wallet, weil es gibt die und die und die Convenience-Einschränkungen bei der Bundeswallet, die will und kann ich beheben, zu gewissen Kosten. Und die Kosten werden dem Nutzer dann entsprechend übertragen. Wir sehen heute davon ab, dass stark regulieren zu wollen, weil das einfach zu einer Schlacht führt, die am Schluss im Kleingedruckten doch eigentlich nichts bringt. Daher die Wahlfreiheit eben sowohl für die Freigabe der eigentlichen Datenpunkte wie auch der Wallet, das würden wir dem Bürger auf. Und schenken ihm auch diese Freiheit. Und erlaubt aber auch, da wenn es dann um die technische Umsetzung geht im Detail. Ich bin sicher, hier im Raum gibt es Leute, die Cold Wallets haben oder die sogar HSMs zu Hause betreiben, also Systeme, die wirklich für gutes Schlüsselmaterial und tolle Zufallszahlen da sind. Insofern die Offenheit des Systems erlaubt es dann eben auch genau diesen Leuten, ihr sicheres und wirklich sicheres Element da reinzubringen und als Wallet nutzen zu können. Und vielleicht noch eine kleine Begriffserklärung. Du hast Ökosystem und Wallets oder Apps irgendwie so ein wenig miteinander, ich weiß nicht, ich will dir nichts unterstellen, aber einfach um nochmal klar zu formulieren. Also wir haben einerseits Datenpakete, das sind elektronische Nachweise, zum Beispiel die elektronische Identität ist ein solches Datenpaket. Das kann oder muss dann an irgendeinem Ort gelagert werden, zum Beispiel in einer Bundeswallet. Ein Strafregisterauszug, der nicht mehr als PDF oder auf Papier kommt, sondern eben auch als Datenpaket kryptografisch signiert vom Bundesamt für Justiz, nicht mehr vom Bundesamt für Polizei, kann auch wieder in dem Wallet oder an einen anderen Ort hinterlegt werden und dann von dort aus wieder vorgewiesen werden. Also wir haben einerseits die Nachweise, dann haben wir die Container, die Wallets, wo diese Nachweise gelagert werden. Und das Ökosystem ist nochmal was ganz anderes. Das ist, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Diamanten, das ist das Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Ausstellerinnen und Ausstellern, aber also eben Bundesamt für Justiz, Bundesamt Polizei, die Gemeinde, die einen Wohnsitzregisterauszug ausstellt, aber auch ein Fitnessstudio, das eine Mitgliederkarte ausstellt und so weiter und so fort. Das sind alles Ausstellerinnen und Aussteller. Und wo wir dann diese Nachweise entsprechend auch vorweisen. Und dieses Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Ausstellern und Ausstellern und dann Verifikatoren und Verifikatoren, das bezeichnen wir als das Ökosystem. Und natürlich immer im Zentrum die Inhaberin und der Inhaber. Genau, ich glaube, wir haben noch für eine Frage oder zwei Zeit. Oder wenn ihr glücklich und zufrieden seid, dann freut es uns natürlich auch. Noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Vielleicht noch mal kurz zum Zeitplan, ob ich das richtig verstanden habe. Also Ende 2024 ist der politische Prozess durch, voraussichtlich. Und erst dann beginnt man eigentlich mit der technischen Entwicklung. Das heißt, bis dann die EID wirklich produktiv ist, wird es wahrscheinlich noch 1-2 Jahre länger gehen. Habe ich das richtig verstanden? Also, der Zeitplan ist folgender. Am nächsten Donnerstag ist das nächste Partizipationsmeeting. Wann das Parlament das Gesetz verabschiedet, das wissen wir nicht. Es dauert mindestens ein Jahr. Also wenn es jetzt im Herbst in das Parlament kommt, könnte es Ende 2024 verabschiedet werden. Dann gibt es die Referendumsfrist. Wenn 50.000 Unterschriften zusammenkommen, würde dann auch noch eine Abstimmung durchgeführt werden. Also wir sind dann irgendwann im 2025. Das BIT. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation ist bereits heute dabei, jetzt mit der Sandbox, in Zukunft dann auch mit der produktiven Technologie oder mit der Technologie, die dann produktiv eingesetzt wird, zu arbeiten. Und eigentlich ist das Ziel, dass zum gleichen Zeitpunkt oder kurz nach der Inkraftsetzung des Gesetzes, auch die elektronische Identität und die Vertrauensinfrastruktur insgesamt zur Verfügung steht. Also das heißt, wir warten nicht mit dem Bauen und dem Programmieren, sondern wir sind jetzt schon daran. Und zwar nicht nur, weil wir schnell sein wollen, sondern vor allem auch, weil wir ein Gesetz wollen, das umsetzbar ist. Und wenn das Gesetz dann nicht durchkommt, dann ist
das Projekt. Dann ist Pech gewesen. Dann haben wir, nein, also das will ich gar nicht beschönigen. Dann haben wir immerhin ein Gesetz abgelehnt, das technisch möglich gewesen wäre. Okay. Die Demokratie ist ein Wagnis. Wenn das Gegenteil nicht möglich wäre, dann ist es nicht mehr Demokratie. Aber gleichzeitig wollen wir ja nicht einschlafen bei der ganzen Geschichte und deshalb müssen gewisse Vorleistungen gemacht werden. Und ich meine, jedes Gesetz, das in einem Referendum abgelehnt worden ist, hat einen gewissen Betrag in, und das sind immer Millionen auf Bundesebene, in den Sand gesetzt. Es ist aber immer ein Lernprozess, wie wir ja jetzt beim ersten Referendum auch gesehen haben. Aber das, also there ain't be free lunch, das ist so, ja. Okay, vielen herzlichen Dank nochmals euch beiden, dass ihr da wart und uns den Fragen, den kritischen Fragen gestellt habt. Vielen Dank. Herzlichen Dank.